Servus, liebe Gitarristinnen und Gitarristen. Heute zeige ich euch die Methode, wie ich Saiten aufziehe. Ich habe bewusst jetzt mal eine alte Gitarre genommen, um euch zu demonstrieren, wie so etwas funktioniert. Als allererstes lockern wir die Saiten. Erst dann zwickt man die Saiten durch. Auf keinen Fall die Saiten durchzwicken, wenn die Saiten voll gespannt sind. Sonst können die Saiten euch ins Gesicht schnalzen, wenn ihr nah dran seid. Also locker drehen. Dann könnt ihr hier auch durch. Das war fast zu fest jetzt hier. Lieber ganz locker drehen. Gold locker ist. Könnt ihr auch so festhalten. Auch durchzwicken. Zum Drehen, damit ihr nicht so viel kurbeln müsst an den Mechaniken, da habe ich mir aus dem Digital-Shop eine Kurbel bestellt. So schaut das Teil aus. Das ist eine Saitenkurbel. Machen wir die mal auf. Damit gehe ich jetzt an die Mechanik. Kann dann bequemer drehen und kurbeln. Durch die Übersetzung spare ich mir viele Windungen mit der Hand. Ich ziehe jetzt mal gleich die Nylonseiten locker. Ah, geht viel besser. Deutlich locker machen, nicht zu streng lassen beim Durchzwicken. Damit euch gar nichts passiert. Ihr hört schon, wie das knarzt hier. Hier ist eine alte Gitarre. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Öl auf der Mechanik. Natürlich auf diesen billigen Gitarren auch keine guten Mechaniken drauf. Jetzt zwickt man hier durch. So. Dann können wir Saiten bequem rausnehmen. Und wenn ihr nicht zurechtkommt damit, könnt ihr auch eine Zange nehmen. Zange so greifen und sie noch leichter ziehen. Oder nochmal zwicken, wenn es zu stark verdreht sein sollte. Jetzt war sie runtergefallen. Das zeige ich euch auch noch, was da passiert ist. So, wie ist jetzt der Sattel hier? Der ist mir jetzt heruntergefallen. Bei manchen Gitarren ist der Sattel nämlich nicht aufgeleimt oder aufgeklebt, sondern einfach locker reingesteckt. Er ist so oben drin. Er kann jetzt ja durchaus runterfallen, wenn die Seiten alle locker sind. Macht nichts, legt ihn beiseite. Jetzt sind die oberen Seiten schon weg. Unten kann ich Seiten auch sehr leicht entfernen. Gar kein Problem nicht. Gehen ganz locker raus und wegtritt. Wie sagt man auf Bayerisch? Und tschüss. Ja, das war nicht Bayerisch. Weg damit. So. Die Gitarre ist blank. Jetzt kann man die Gitarre auch etwas reinigen und putzen. Jetzt kommt man gut hin. Ihr seht, hier hat sich deutlich Staub angesammelt. Hier oben auch. Jetzt kann man sie noch schön putzen. Am besten mit einem Lappen. Man kann den Lappen auch leicht anfeuchten. Nicht zu nass. Es gibt auch spezielles Gitarrenreinigungszubehör. Für teure Gitarren würde ich auf alle Fälle ein Gitarrenreinigungsset empfehlen. So. Okay, ich habe gemerkt, die Mechaniken gehen ziemlich streng, haben vorhin ein bisschen geknarzt. Ihr könnt ruhig bei so alten Gitarren auch mal ein bisschen Öl nehmen, feines Öl, so Nähmaschinenöl sagt man dazu, draufspitzen, danach gleich drehen. Und dann geht das wieder viel leichter. Dann nehmt am besten die Seitenkurbel gleich und sauber kurbeln. Dann sind die. Ach, das knarzt und knarzt hier. Aber ihr seht, jetzt verteilt sich gleich noch das Öl. Zumindest ist dann der Abrieb nicht so stark.
So. Okay, dann auch noch ein bisschen wegwischen wieder. Wie gesagt, nur bei einer alten, gebrauchten Gitarre, bei neuen, bei guten Mechaniken braucht ihr das nicht machen. So, jetzt kommen wir zum Saitenaufziehen. Ich habe mir jetzt neue Saiten besorgt, die ich noch nie gehabt habe. Fisoma Super Solo heißen die. Sind von der Firma Lenzner. Ich werde die mal zum ersten Mal jetzt testen, wie die sind. So, dann reiße ich sie mir auf. Das ist die 6E-Seite. Machen wir alle gleich raus. Die 1E-Seite, also die erste Seite, die ganz außen ist. Und die ist auch außen, weiß und außen. Also die 6E, die dicke Seite. Die 1E ist die hohe Seite. Ich beginne mit der dicken Seite. Ich lege die auch nochmal beiseite jetzt. Die Saiten sind bronzefarbig. Habe ich auch noch nicht gehabt bis jetzt. So. Auf keinen Fall die Saiten knicken. Achte darauf, dass Saiten keinen Knick bekommen. Jetzt fädeln wir die Gitarrensaite ein. Ich beginne unten, gehe durchs Loch. Mach eine Schlaufe. Ziehe die Schlaufe unten durch. Ist innerlich ein bisschen streng, weil das eine sehr dicke Seite ist. Halte sie hier fest. Mache einen kleinen Knick rein und ziehe sie jetzt einfach stramm. Danach drücke ich diese Bögen ein bisschen gerade noch hier. So, die Seite kann jetzt nicht mehr raus. Die hält sich selber durch diese Ummantelung, durch den feinen Drahtummantelung der Nylonseite hält sie selber jetzt. Diese Umspannung kann nicht mehr rausrutschen. Jetzt ziehe ich die Seite nach oben. Nehme, damit sie unten nicht rausrutscht, die Gitarre zwischen den Schenkeln und klatsche zusammen. Kann sie unten nicht mehr rausrutschen, kann nichts mehr passieren. Und stecke es jetzt oben durch das Loch, das ich mir jetzt so recht mache, so hier. Und schiebe jetzt mal das Loch durch. Gehe ich unten wieder zurück. Ziehe etwas stramm. Mache jetzt eine kleine Wölbung drüber, gehe unten durch, schaut jetzt so aus. Und jetzt drehe ich im Uhrzeigersinn Seite. Das heißt, die Mechanik. Und schon kurbelt sich die Seite auf den Wirbel drauf. Durch die Überlappung kann es nicht mehr raus, ist schon fest. Jetzt habe ich zwar den Sattel nicht drin, aber den kann ich jetzt schon reinmachen. Der hält jetzt schon wieder. Einfach drauflegen, Seite hochziehen und der hält schon wieder rein jetzt. So, das nächste, was jetzt kommt, ist das Stimmen. Ich muss ja gleich mal die Seite in die richtige Stimmung bringen jetzt. Wie weiß ich, dass die Seite jetzt E ist? Das heißt, ob der Ton E auch wirklich E ist. Dazu nehme ich entweder ein Stimmgerät, irgendein Stimmgerät, es gibt welche, die sind oben an der Gitarre zu befestigen, manche gibt es, die sind, so meins ist zum Beispiel auch ansteckbar für E-Gitarren oder eben zum Hinhalten. Schalt ein und drehe so lang hoch, bis der Ton E hier erscheint. Ich mache das mal.
E. Die zweite Möglichkeit, ich mache es wieder lockerer. Wenn ich ein zweites Instrument in meiner Nähe habe, dann gehe ich her, spiele die E-Seite an der zweiten Gitarre, die bereits gestimmt ist, und drehe so lang, bis sie gleich stimmen. Andere Möglichkeit, ich kann auch mit jedem anderen Instrument die Gitarre stimmen, zum Beispiel für ein Klavier, indem ich am Klavier ein E spiele. Das ist mir sicher. Merkt man den Ton und drehe jetzt das mit der Kurbel, geht schneller, die Seite in die richtige Spannung. Ihr merkt, wie das knarzt. Das ist immer eine alte Gitarre, eine alte Mechanik. Aber ist egal. E. So, jetzt mache ich die zweite Sense drauf. Ich suche mal die Seite 5 raus. Ich beginne mal mit den tiefen Seiten zuerst. Das ist die A5. Noch kurz was zu den Saiten. Bei den klassischen Gitarren müsst ihr auf jeden Fall Saiten für klassische Gitarren kaufen. Das sind keine Gitarrenseiten für E-Gitarre oder für Western-Gitarre, das sind spezielle Saiten für klassische Gitarren. Innen ist nämlich ein Nylon, dünner Nylon, also mehrere dünne Nylonfäden, und außenrum ist eine Wicklung mit ganz feinen, in dem Fall Bronzedraht. Bei Western-Gitarrenseiten wären innen drin Ein Stahldraht, der umwickelt ist mit einem Bronze. Und der hätte viel mehr Spannung, würde eure Gitarre unten zerstören dann. So, jetzt gebe ich das so rum. Wie vorhin auch. So her. Machen Finger einen leichten Knick rein, so. Zieh die Seite stramm. Rücke ein bisschen zurecht. Gemerkt, wenn ich locker lasse, geht auch locker raus. Festhalten. Spannung aufrechterhalten. Meine Methode, ich klemme es ein, kann sogar loslassen, passiert überhaupt nichts mehr. Den überstehenden Draht übrigens kann man auch abzwicken, das stört er nicht, kann man gleich wegzwicken. Circa 1 cm abschneiden, noch stehen lassen und abschneiden. Jetzt gehe ich mir das Loch durch, gehe ein bisschen her, dass es schön sitzt. So. Wunderbar, habe es getroffen, super. Eine Windung umwickeln und kurbeln. Hört das nicht am Knarzen? Mache ich mit der Hand einmal, dann knallt es fest. So. Kann ich wieder jetzt an der anderen Gitarre stimmen? Am Klavier oder mit Stimmgerät. Ihr braucht nur erstmal grob vorstimmen. Mehr braucht man nicht machen. Ich ziehe die Seite nochmal ab, zeige es nochmal, wie lang ungefähr. So etwa 1 cm. Die Seite D heißt D4, ist die letzte Bassseite. Bei den klassischen Gitarren unterscheidet man ja zwischen Bassseiten und Diskantseiten, beziehungsweise Bassseiten und Melodieseiten. Das sind jetzt eben die Bassseiten. Ich mache wieder die Windung rüber. Die geht jetzt etwas leichter schon, die dicke, weil sie etwas dünner wird. Ich gehe wieder rund. Mache einen kleinen Knick wieder her. Ich stehe jetzt gleich kurz daher. Kleinen Knick, ziehe jetzt den Stamm in die richtige Position und sie kann nicht raus. Sie hält sich selbst.
zusammenziehen, zwischen Beine klemmen, oben einfädeln. Die Seiten der Nylon-Gitarre haben weniger Spannung, der Klassiker hat weniger Spannung wie die der Western-Gitarre. Ich dürfte das halt nicht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hier Stahlseiten aufziehen. Durch die Höhe der Spannung der Seiten würde euch der Steg so aufdrehen, im Endeffekt dann wahrscheinlich sogar abreißen. Also keinen Fall Western-Gitarre-Seiten oder E-Gitarre-Seiten aufziehen. So, ich stimme es mal grob vor, vielleicht für ein Stimmgerät. Schauen wir mal die Seite an. Ja, klingt ganz gut. A. Etwas zu hoch schon. Und die Seite. So, wir kommen jetzt zu den Melodieseiten. Die erste Melodieseite ist die Seite G3. Die Saiten sind aus Nylon, ein sehr glattes Material, das leichter auch rutscht und deshalb beim Einziehen etwas schwieriger ist. Ich gebe genauso vor wie vorher mit den Stahlseiten, mit den Basssaiten, leicht die Wölbung wieder und diesmal gehe ich nochmal oben drüber. Also zweimal das gleiche so. Ich zeige es einmal, so schaut es dann aus. Zweimal drüber, dadurch hält sich die Seite selbst und kann nicht mehr rausrutschen. Ziehe stramm, achte dabei, dass das wirklich hinteren Steg ist, nicht oben drauf der Nippel, sondern hinten ist, dann kann es nicht mehr vor. Jetzt ziehen, auf keinen Fall locker lassen, ich will sofort rausrutschen, weil es sehr glatt ist. Zusammenkneifen, so, jetzt wieder einziehen oben, wie vorhin auch. Nur diesmal mache ich eine Windung und noch eine zur Sicherheit, da die Seiten in mir rutschen, dass ja nichts passiert und die Seiten mir rausrutscht. Stört euch nicht am Knarzen, schlicht an der alten Gitarre hier. Position bringen. Und die. Gut. Die zweite Seite ist die Seite H2. Hier heißt die Seite H, auf dem Stimmgerät würde jetzt stehen B. International heißt die Seite H B. Nur in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern gilt die Bezeichnung H für die B-Seite. Also nicht erschrecken, wenn ihr hier drauf kein H findet. Ihr werdet auf dem Stimmgerät kein H finden, da die Stimmgeräte ja überall verkauft werden und deshalb die Bezeichnung B haben. Gut, kein Knick reinmachen. Wieder durch. Eine Wölbung, einmal rumgehen und das zweite Mal zur Sicherheit rumgehen. Wieder anziehen, wie vorhin auch, genau das gleiche. Stramm ziehen, fixieren mit den Beinen und oben wieder einklemmen. Einmal rum, das zweite Mal rum. Etwas dran ziehen, kurbeln. Jetzt hat sich hier die zweite Seite etwas, seht ihr das, mit eingezwickt. Deshalb sollte man die Seite öffnen schon vorher.
kürzen, damit er nicht darin verwickelt. So, machen wir die weg. Wir kürzen es gleich mit den Seiten. Und weg. Hier auch gleich. Und die mache ich auch gleich weg. So. Bringen Sie in Position. Stimmen Sie richtig. Mit der zweiten Gitarre in diesem Fall. Und wir kommen zur letzten Seite, zur E1, E6, E1, die dünnste Seite. Gleiche Spiel wieder, durchstecken. Einmal, zweimal oder auch hier kann man auch dreimal rumgehen bei dir. Die ist sehr dünn, stramm ziehen und sie ist fest. Wieder zwischen den Beinen fixieren, oben reinstecken, auch hier oben wieder eine Windung, zwei Windungen, zwei Minuten, man könnte auch drei machen und wieder festdrehen. Ja, das ist meine Gitarre, die heißt im Spitznamen die Knarzgitarre. Vielleicht ein tolles Percussion-Instrument auch noch. So, die Saiten werden alle drauf jetzt. Schaut ganz gut aus. Und letztlich muss ich sie nochmal gut stimmen. Ich nehme jetzt mein Stimmgerät. Dann stimme ich mir alle durch. So, ich habe die Gitarre jetzt vorgestimmt. Ich probiere gleich mal einen Akkord. Ja, die ist genauso. Also, um eine Gitarre richtig zu stimmen, braucht ihr viel Zeit. So etwas kann ein paar Stunden dauern, bis die Stimmung richtig hält. Immer wieder nachstimmen, Stimme nehmen, nachstimmen. So, nach 5-6 Mal Stimmen geht es schon etwas besser. Noch was zur Gitarre. Ich habe vorhin auch schon eine Gitarre gestimmt. Das heißt, ich wollte sie stimmen, wollte hier neue Saiten aufziehen, dabei ist oben der Sattel zerbrochen. Das ist eine Alterungserscheinung. Da braucht ihr nicht verzweifeln, sowas kann man auch kaufen. Da messt ihr am besten hier die Breite mit einer Schieblehre oder einem Meterstab ab und bestellt so ein Teil nach. Kann man also beim Fachhandel bestellen, wie du zum Beispiel oder woanders auch. Und hier unten genau das gleiche, auch die Stegeinlage, die kann man rausnehmen, auch die kann kaputt gehen, kann zerbrechen, ist auch ein Produkt, wo kaputt gehen kann, genauso wie die Mechaniken, die bei meiner Knarzgitarre so schrecklich waren. Man kann auch die Mechaniken extra kaufen,
Man muss ja mal irgendwann dann 35, 40 Euro investieren, dass man einigermaßen die Ferne bekommt. Dann geht es auch wieder. So, dann lege ich mal Digitale hier auf Seite. Ich zeige euch noch was. Ich habe vorhin schon erwähnt, falls ihr auf Digitale mal falsche Seiten aufzieht, passiert Folgendes. Der Steg kann sich nach oben ziehen. Hier sieht man es deutlich, was hier passiert ist. Das ist nämlich so ein Fall. Hier wurden einmal falsche Seiten aufgezogen. Also aufpassen, immer die richtigen Seiten kaufen. Jetzt noch ein letztes Stimmen mit der Gitarre. Das war's. Dankeschön und Servus.